Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Freitag, den 28. Juli 2023. Gemeinsam wollen wir einen Blick auf die Märkte uns gönnen und natürlich die aktuellen Entwicklungen einordnen. Sieht alles ein bisschen arg, ich sag mal, diffizil aus aktuell. Der ein oder andere ist vielleicht gestern doch ein bisschen überrascht worden. Das ist relativ bullisch reingekommen, die Wall Street ganz besonders. Nach der Fed und dann in den Abend aber Abgabedruck, der plötzlich aufkam. Meine Theorie dahinter ist, vielleicht hat es ein bisschen was mit der Bank of Japan zu tun, Stichwort Carry Trades, Stichwort Spekulation, dass die heute auf ihrer Leitzinsentscheidung vielleicht sich etwas flexibler präsentiert im Hinblick auf das Zinsband und auf die 50 Basispunkte rund um die 0%, auf die sie ja den 10-jährigen Zins japanischer Schuldtitel fixieren will. Also es ist nicht nur ein Quantitative Easing, sondern auch ein Qualitative Easing. Das ist bestätigt worden und das könnte vielleicht so ein bisschen Risikoaversion nach sich gezogen haben, weil du hast eben Trades, die du in japanischen Yen günstig finanzierst und infolgedessen kommt es dazu einer Rückabwicklung. Ich will es aber nicht überbewerten. Wir haben ein bisschen wohl über die Nacht gesehen, aber sie hält sich in Grenzen und bis dato können wir auch die gestrigen Tiefs auf jeden Fall halten. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich glaube, das war gestern einfach mal ein kleiner Rücksetzer, ein kleines Durchatmen, sind wir nicht mehr ganz so gewohnt nach dem jüngsten Bullrun in Nasdaq und im S&P. Der DAX hingegen, der extrem stark, der hat mich gestern erstmal ein bisschen skeptisch zurückgelassen, so will ich sagen, im Hinblick nämlich auf die EZB, ist ja über die 16.300 gebrochen auf der Oberseite und dann schon in die EZB sehr bullisch hineingelaufen. Und ich dachte, wenn die jetzt ähnlich herkommt wie die FED, dann könnte das eher einen Rücksetzer nach sich ziehen. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar den Weg in Richtung Allzeithochs eingeschlagen, haben uns auch relativ stabil in diesem Rückgang an der Wall Street halten können und ich glaube, der DAX hat realistische Chancen, in den Wochenschluss hinein eine Attacke auf die Allzeithochs zu sehen. Wir werden in wenigen Minuten mehr dazu erfahren, bevor wir offiziell starten, natürlich der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xtb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich, vollständigen Risikohinweis auf xtb.com/de. Nutzt darüber hinaus gerne die Möglichkeit, einmal den Kundensupport für weitere Fragen zu kontaktieren, zur X-Station, zur Produktpalette und. Darüber hinausgehend in eigener Sache, alles, was ich hier jetzt präsentiere in den folgenden Minuten, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen, rein informativ, rein edukativ und bitte auch entsprechend so zu verarbeiten. Man kann die Gedanken gerne nehmen, man kann mich als prozyklischen Indikator nehmen, als antizyklischen Indikator, aber bitte das rein als Information. Handelsentscheidungen werden eigenverantwortlich getroffen. Alles, was ich präsentiere, nochmal, ist keine Anlageempfehlung und bitte auch als solche nicht zu missverstehen. XTB, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr in der Mitte aufgeführt. Darüber hinausgehend, wenn ihr euch bereits einen Blick habt verschaffen können und XTB als Broker auserkoren habt, dann würde sich XTB freuen, wenn ihr bei der Broker-Vergleichswahl zum Online-Broker 2023 einmal für XTB abstimmt. Hier einmal der QR-Code zum Scannen bzw. die URL zum Eintippen und darüber hinausgehend nicht nur XTB eine Freude machen, sondern vielleicht auch ein paar tolle Preise gewinnen. Die Broker-Vergleich verlost. Die X-Station, eventuell einer der Gründe, die euch dort dazu veranlassen, für XTB abzustimmen. Und genau auf diese X-Station wollen wir jetzt einen Blick werfen und wollen einen Blick werfen auf den DAX. Wie gesagt, gestern schon bereits hier vorab in die EZB hinein mit diesem Break höher. Hat mich sehr, sehr skeptisch werden lassen, ob das nachhaltig ist, denn die Gefahr bestand realistisch, denke ich, dass das ein Fehlausbruch ist. Sollte die EZB so daherkommen, wie die FED daherkommt. Ich habe jetzt hier mal ganz kurz bei der Tagesschau etwas vorbereitet im Hinblick auf die Entscheidung selbst und es ist viel, was wir sowieso schon wissen, 25 Basispunkte sind es geworden und dergleichen. Aber bei genauerer Betrachtung wird offenbar, oder wer sich vielleicht auch live die Pressekonferenz mit Frau Lagarde angeschaut hat, es war nahezu 1:1 die gleiche Rhetorik, die von der FED gewählt worden ist. Als wenn die sich abgesprochen hätten. Und in dem Zusammenhang, also nochmal ganz kurz erwähnt, um was es geht. Der nächste Zinsentscheid steht im September an. Nach der Sitzung des Rates sagte Lagarde, die Bank, also die EZB, gehe mit einer unvoreingenommenen Haltung an die Entscheidung im Herbst und danach heran. Die dann verfügbaren wirtschaftlichen Daten würden darüber entscheiden, ob wir die Zinsen erhöhen oder ob wir eine Pause machen werden. Das ist 1:1 der gleiche Sprech, den auch die FED angewandt hat, beziehungsweise Jay Powell auf seiner Pressekonferenz am Vorabend und birgt meiner Einschätzung nach die realistische Gefahr, dass
diese Squeeze, die wir hier auf den Weg gebracht haben, in die Fed, Entschuldigung, in die EZB hinein, dass wir diese dann eben wieder abverkaufen. Aber es kam anders und zweitens, als wir dachten. Statt nämlich abverkauft zu werden oder zu konsolidieren, sahen wir ein weiter Aufwärtsstreben und haben dann erst in den Abend hinein und kurz knapp unterhalb der Allzeithochs einen kleinen Pull-in zu sehen bekommen. Und das ist ein meiner Einschätzung nach extrem starkes Signal. Wir sehen auch jetzt, also aktuell, wir sind jetzt rund zur Kassaeröffnung, just in diesem Zeitpunkt, wo ich diese Aufzeichnung einspreche, halten uns relativ stabil. Ich würde sagen, solange wir unterhalb der Korrektivtiefs hier von gestern halten, das ist ungefähr der Bereich 16,380 in dem Fall hier, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir im DAX nochmal eine Attacke hier auf die Oberseite, auf der Oberseite, auf die 16.600er Region, auf die Allzeithochs zu sehen bekommen in den Wochenschluss. Es hängt vieles davon ab, wie sich die Wall Street präsentiert. Wir können kurz einen Blick werfen. Nehmen wir mal den Nasdaq an dieser Stelle. Wir hatten ja letzte Woche am Donnerstag diesen relativ scharfen Rücksetzer. Jetzt ein kleiner Bounce. Gestern, wir können es sehen, wir sind extrem stark reingekommen. Auch davon war ich zunächst überrascht, ehrlich gesagt. Dachte mir schon so, vielleicht gibt es sogar neue Jahreshochs. Also nicht, dass ich es komplett ausgeschlossen hätte, ich wäre überrascht gewesen. Aber wir rollten dann eben über, wie gesagt, Möglichkeit hier, das ist jetzt ein 5-Minuten-Chart, dass dieser Abgabedruck auf die japanische Notenbank zurückzuführen ist. Auch dazu, ich habe heute früh gesehen, nämlich die Entscheidung als solche seitens der Bank of Japan, die heute früh getagt hat, die ich jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt hätte, aber wenn man die Puzzlestücke zusammensetzt, dann könnte man zu diesem Schluss kommen, dass die der Grund ist. Das vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, weil es ganz spannend ist auch zu erkennen, dass wir in einem Makroumfeld uns aktuell mit global betreffenden Notenbanken eben befinden und das nicht zu unterschätzen ist, dass da auch immer mal ein Blick über den Tellerrand reicht oder hilfreich sein kann. Also die Bank of Japan hat den Leitzins bei minus 0,1% belassen, also negatives Territorium trotz galoppierender Inflation, auch in Japan, hat sein Ziel, die machen ja, wie gesagt, eine Yield Curve Control, das heißt also, die gucken sich die Zinsstrukturkurve an und wollen dann auf ein bestimmtes Zeitintervall den Zins auf ein bestimmtes Niveau fixieren. Jetzt braucht man nicht zu schmunzeln an dieser Stelle, das haben schon ganz andere Notenbanken versucht. Wir sind just vielleicht sogar live in Farbe dabei gewesen, 2015 mit der SNB, mit dem Festlegen zum Beispiel des Wechselkurses 1,20 im Euro-Schweizer Franken. Das ist mit Glanz und Gloria gescheitert. Wir haben gesehen, was passiert, wenn sich Notenbanken einmischen in beispielsweise in Währungsdebatten, so nenne ich sie jetzt mal, Anfang der 90er Jahre, europäischer Wirtschaftsraum mit Großbritannien, damals mit George Soros, die Story, die erzählen wir uns heute ja noch, beziehungsweise nutzt immer so ein bisschen als kleine Anekdote, das war der Mann, der die Bank of England gebrochen hat mit seinen entsprechend aggressiven Wetten gegen das britische Pfund zu dieser Zeit. Also diese Manipulation, die wird früher oder später, wird die mit einem großen Knall im Orbit aufgehen. Aber aktuell ist es auf jeden Fall etwas, was Berücksichtigung findet und man ist jetzt im Zusammenhang mit dieser Yield Curve Control, also YCC ist da das Kürzel, ist man eben willens, etwas flexibler zu agieren und lässt den Leitzins am Ende um 10 Jahre schon größer fluktuieren um diese 0%-Schwelle, also 50 Basispunkte höher und tiefer. Und jetzt hat man in der Kommunikation dann auf der Pressekonferenz gesagt, dass man eventuell auch ein bisschen höher willens ist, Bonds zu kaufen, wenn die zum Beispiel, beziehungsweise tiefer in dem Fall, wenn wir uns in Richtung 1% bewegen. Also das heißt, man gibt hier mehr Flexibilität, mehr Spielraum und das ist deswegen relevant. Das ist nicht nur eine technische Finesse, die jetzt da eine Rolle spielt, sondern das ist eben deswegen relevant, weil der japanische Yen bzw. die japanische Notenbank den Leitzins zwar nicht anhebt, aber dieses höhere Zinsen zulassen im Rahmen ihrer Interventionen im Kaufen ihrer Anleihen, weil das im übertragenen Sinne eine Art Zinsanhebung ist. Und das ist eine restriktive Haltung, die natürlich die Frage aufwirft, inwiefern der japanische Yen sich noch als Finanzierungsvehikel für Carry Trades eignet. Also das heißt, sich günstig in Yen zu verschulden und dann in höher verzinste Anlagen entsprechend sein Geld zu transferieren. Das ist eine ziemlich spannende Thematik. Wenn wir solch ein Unwind zu sehen bekommen, das ist zum Beispiel auch der Grund, weswegen man vielleicht mal beobachtet hat, wenn, also es ist ein bisschen länger schon her, aber wenn Volatilität in die Märkte kommt, Risikoaversion reinkommt, Aktienmärkte einen Rücksetzer sehen, dann haben wir gesehen, der japanische Yen ist sehr stark geworden. Und dann haben wir uns immer die Frage gestellt, ist der japanische Yen wirklich ein sicherer Hafen? Es ist weniger der sichere Hafen, sondern es ist eben diese Carry-Trade-Aspekt, der da eine Rolle spielt. Diese Rückabwicklung dieser gehebelten Wetten im übertragenen Sinne, beziehungsweise dieser in japanischen Yen finanzierten Wetten, wo wir Kapitalrückflüsse in
den Yen zu sehen bekommen. Das könnte der Grund sein für diese kurze Bearishness. Aber nochmal, was wir eben jetzt hier gesehen haben, es ist unweigerlich, dass da irgendwie was miteinander das zu tun hat. Denn wir sehen eine erhöhte Volatilität hier. Das ist just genau zu der Zeit, als die Bank of Japan ihre Notenbankentscheidung hat. Also ist das nicht zu unterschätzen. Aber wir können uns verhältnismäßig stabil halten. Das ist das, worum es geht. Das heißt, wenn überhaupt, war es vielleicht mal ein kleiner Sturm im Wasserglas, wenn überhaupt. Und ich würde das nicht überbewerten. Ich denke, wir sind recht gut stabil unterwegs aktuell, auch wenn wir relativ steil gelaufen sind, aber eine Konsolidierung auf hohem Niveau scheint sehr wahrscheinlich. Und das ist, wie gesagt, zurückkommt auf den DAX dann ein Umfeld, ein ruhiges Umfeld, wo ich sage, der Vorteil ist eher ganz klar sogar auf der Long-Seite, auch oberhalb von 16.300 ist es entsprechend zu suchen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir eine Attacke auf, auch einen Bruch vielleicht sogar auf neue Allzeithochs, dann jetzt in den Wochenschluss vielleicht sogar zu sehen bekommen, abhängig davon, wie sich dann die Wall Street heute Nachmittag präsentiert. Happy Trading meinerseits. Schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Montag wieder. Ich freue mich. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.